Jetzt hat er. Verzeihung. Ist er, soll ich denn. Soll ich denn. Achso, da ist er. Warte. Jetzt seid ihr wieder da, so, oder? Jetzt ist ja. Wieder. Hallo? Ich hoffe, hallo. Irgendjemand von euch läuft ist noch doppelt. Irgendjemand bei euch ist von euch ist bei Skype nicht gemutet. Entschuldigung. Jetzt. Entschuldigung. Ja. Habe ich vergessen. Das müsste jetzt hoffentlich auch bei Hitbox wieder laufen. Wir hatten ein kurzes technisches Problem. Hitbox läuft wieder, ja. So. Keine Ahnung, was das war. Aber hey, so ist das. Ich drücke auf neues Spiel und wir werden mal sehen, was so passiert. Warum höre ich Buddy zweimal? Paris. Hast du Skype nicht gemutet? Statt der Liebe, Romantik und Träume. Dann muss der Buddy das Skype noch. Sagt man. Das habe ich auch mal gedacht. Aber seit jenem Tag, dem Tag des Mordes, denke ich bei meinem geliebten Paris auch immer an den Tod. Also zu Hause gerade in der Badewanne, als mein Verleger anruft. Collar, schwing deinen Hintern rüber zum Palais Royal. Sofort. Du musst jemanden interviewen. Und zwar Pierre Cachon. Ja, genau. Den Pierre Cachon. Heißt keine Fotos, also lass deine Knipse zu Hause. Heißt sie Collar? Er hat selbst nach dir verlangt. Ausdrücklich. Frag mich nicht, warum. Collar, glaube ich. Egal. Collage. Könnte eine große Sache sein. Okay. Also, wenn er dich anbaggert, nicht vergessen. Immer lächeln. Ja sagen und weiter mitschreiben. Lächeln und winken. Ich weiß, gerade etwas los ist, ist, dass ich vom Spiel gar nicht. Pierre Cachon ist ein Neonkönig. Ein gar nicht vom Spiel. Ja, und einer der berüchtigsten Ehebrecher in ganz Europa. Ehrlich? Er und seine Frau Imelda sind nur einen Hauch von der Königswürde entfernt. Redet wird das ganze. Hey! Also ich habe mein Mikro gerade ganz gemütet. Aha, Pantomime! Wenn man nicht auf sie eingeht, hauen sie nie ab. Abschießen. Da bin ich also. Der Palast des Medienkönigs und der Eiskönigin. Ich klingle und setze damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die mein Leben von Grund auf ändert. Ja, was gibt es? Madame, mein Name ist Nico Collard. Ich bin verabredet mit Monsieur Cachon. Kommen Sie rauf, wir sind im ersten Stock. Madame Cachon, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, natürlich. Die Eiskönigin wird ihrem Ruf auf jeden Fall gerecht. Werden Sie beim Interview dabei sein? Mademoiselle, ich weiß nur wenig über die Geschäfte meines Mannes. Und es interessiert mich noch weniger. Ich habe definitiv kein Verlangen zuzusehen, wie er noch eine hübsche kleine Journalistin begrapscht. Hübsch? Das ist zu freundlich von Ihnen, Madame. Ah, die begabte und ausgesprochen schöne Mademoiselle Collard. Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen. Monsieur Cachon, es ist mir eine Ehre. Oh ja, das glaube ich gerne. Nennen Sie mich doch Pierre, bitte. Das war keine Schmeichelei gerade. Ich war ein Freund Ihres Vaters. Er war ein großer Mann. Mein Vater? Aber er hat nie erwähnt. Wir standen uns sehr nah. Und dann sein Tod. So tragisch. Ich muss... Imelda, deine verdammte Katze ist schon wieder in meinem Büro. Katze. Auch eine Ming-Vase zum Teufel, nehme ich an. Entschuldigen Sie mich für einen Moment, meine Liebste. Ihr Journalistinnen werdet auch jedes Jahr jünger. Vielleicht wird nur der Rest der Welt immer älter, Madame. Das war aber keine Katze. Mein Gott! Was?
Monsieur Cachon. In your face. Ja. Scheiße. Er ist tot. Ich muss die Polizei rufen. Sie sollten lieber hier bleiben. Da war ein Mann. Es war dieser Pantomime. Glauben Sie, er... Naja, ich schätze, Selbstmord können wir mal ausschließen, oder? Kein Wunder, dass man sie die Eiskönigin nennt. Sie wäre sofort die Nummer 1 auf meiner Verdächtigenliste. Wenn ich den Angreifer nicht selbst gesehen hätte. Und wenn mir nicht schon früher ein paar genau solcher Morde untergekommen wären. Einer der wichtigsten Männer Europas ermordet. Und hier stehe ich, Nico Collard, alleine am Tatort. Soll ich auf die Polizei warten oder den Fall selbst untersuchen? Die Antwort ist wohl klar. Polizei rufen! Scheinbar nee? Nicht, sonst okay. wäre das Spiel nämlich schon gleich zu Ende. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich eben gesagt habe, als der Pantomime mir die Tür aufgemacht hat, gesagt hat, Pantomime am liebsten gleich erledigen, dann wäre das alles kein Problem gewesen. Ja, das stimmt allerdings. Zieh den Mauszeiger über den Bildschirm. Ich muss daran erinnern, dass das Spiel nicht so anfing. Das ist, müssen wir dazu noch kurz sagen, der Director's Cut von diesem Spiel, was man vielleicht auch sieht. Genau. Ich glaube, das Originalspiel hatte auch nicht diese... Sah das genauso aus oder war das auch ein bisschen... Es sah ähnlich aus. Also das Spiel selbst sah so aus, aber diese Einschübe von diesen Köpfen waren nicht da. Okay. Unterstreicht das etwas, dass die reden. Okay. Aber sonst ähnlicher Stil. Vielleicht kommen wir ja auch zum normalen Anfang irgendwann nochmal. Das müsste nämlich irgendwas mit einem Clown sein. Nicht Clowns und Pantomimes. Ich weiß, warum Marcy aufgehört hat. Das macht ja sogar mir Angst. Gut, also wir haben die Aktentasche fürs Inventar. Wir haben ein Tagebuch mit dem Fragezeichen. Bekommt man Tipps zu Rätseln und Hilfe der Steuerung. Und Schraubenschlüssel führt zu dem Speichern und Laden. Sind unten im Bildschirm. Alles klar, ich glaube, das ist recht selbsterklärt. Übrigens war das, ich weiß nicht, ob es gerade jemand gesagt hat, aber das war die Synchronstimme von Akte X, von der Deutschen. Wie heißt von Jenna Scully. Genau, Scully. Von Gillian Anderson. Und für Freunde von Hörspielen allerlei spricht sie auch Jane aus John Sinclair. Und zwar aus der Neuauflage von 2000. Das aber nur am Rand. Wobei darauf basiert das ja auch. Ich will erstmal die Leiche untersuchen. Ne? Erstmal finde ich es ganz interessant, dass im Gegensatz zu dem, was wir bei Simon the Sorcerer immer hatten, hier sind tatsächlich Hotspots markiert. Die ist auch neu. Die ist auch neu, die Hotspot-Anzeige. Okay, weil es war irgendwie so manchmal ein Pixel, auf den man hätte klicken müssen. Das ist jetzt ein bisschen idiotensicher, da ist das jetzt. Ja, ne? Ja, das ist sozusagen die neue Sache mit Hotspots und allem möglichen. Ich glaube, es gibt auch eine Hotspot-Taste. Ja, genau, es gibt schon Shift oder so. Ich glaube, bei irgendwelchen, oder STRG war das bei irgendwelchen, irgendeinem Spiel war das auf jeden Fall auch. Sie entspannt sich in der Badewanne. Das haben wir natürlich nicht gesehen. Schade. Ich würde die Leiche mal anklicken erstmal. Ich klicke mal auf die Leiche. Erstmal alles in dem Raum untersuchen, mitnehmen oder sonst was machen. Ja. Pantomimen und Schusswaffen passen normalerweise nicht zusammen. Aber irgendetwas sagt mir, dass dies kein normaler Pantomime ist. Ich habe diesen Mörder schon mal gesehen. Und sogar über ihn geschrieben. Der Kostümmörder. Zumindest habe ich ihn so genannt. Als ob ein Pantomim überhaupt erstmal was Normales. Vielleicht war der Clown dann, den ich noch kannte, der gleiche. Das Mindeste, was ich für den armen Kerl tun kann. Ich öffne meine Augen lieber. Ich sollte den Tatort unverändert lassen. Ihr wisst, was kommt. Ich schließe seine Augen. Ah, großartig. Das Mindeste, was ich für den armen Kerl tun kann. Der Abend ist gerettet. Entschuldigung, nein, ich höre schon auf. Aber die Büroklammer damit oder die Haarklammer. Ja. Das sieht so offensichtlich aus. Eine meiner Haarspangen. Mit Animation. Genauer gesagt, meine Lieblingsspange. Sie muss runtergefallen sein, als ich niedergeschlagen wurde. So, was haben wir hier denn noch? Achso, das waren die Augen. Ja. Manche Leute ekeln sich davor, Leichen nach Hinweisen zu durchsuchen. Mir macht das nichts aus. Erinnert mich an einen früheren Freund. Hat er Chips in der Tasche oder was ist das Gelbe da? In seiner Tasche steckt eine Fahrkarte mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie. Als ich die Fahrkarte an mich nehme, erfülle ich den Tatbestand der Unterschlagung von Beweismitteln. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es gibt Cachon wurde erschossen. Cachon wurde erschossen. Verzeihung.
guck gerade, ihr spracht von einer Taste, die mir die Hotspots anzeigt, aber es gibt keine Taste, die mir die Hotspots anzeigt. Schade. Oh, ja, man, also ach so. Irgendwie ein oder zwei Spiele war das so, also es muss nicht sein. Ich guck mal bei Steuerung. Steuerung? Vielleicht können wir es ja ohne versuchen. Vielleicht schaffen wir es ja auch. Ja, stimmt auch. Zurück. Schön wieder die Jacke zu machen. Okay. Ja, vielleicht gibt es noch irgendwo eine Büste von Pierre Carchon, dem bescheidenen Diener der Grande Nation. Franzose. Was haben wir hier? Noch eine Büste. Ich finde es auch schön, dass es Untertitel gibt. Ja. Also, ja. Vielleicht schon Blasen. Wieder Pierre Carchon. Blasen. Meine Augen scheinen jeder meiner Bewegungen zu folgen. Gespenstisch. Gespenstisch. Das Regal ist aber ganz voller schön langsam obskurer Erstausgaben. Aus dem Fenster gucken? Kannst du das? Ja. Den Vorhang zurückziehen. Wahrscheinlich dahinter ist irgendwas oder so, würde ich es, oder? Ein kleines, rundes Glasstück ist aus der Scheibe herausgeschnitten worden. Das war die Arbeit eines Profis. Da durchgucken? Ich will mich nicht schneiden und Blutspuren am Glas hinterlassen. Mag sein, dass ich da altmodisch bin, aber ich behalte meine DNA lieber für mich. Zwischen okay. den Zeilen. Willkommen. Ja, er hat uns... Der Mörder muss die Leiter benutzt haben, um an das Fenster ranzukommen. Okay. Er ist schon lange weg. Ist das eine Leiter oder was? Wahrscheinlich hat das er die ist, Leiter ich, die zusammengeklappt, die davor steht, aber das ist, glaube ich, eine Leiter sozusagen. Ja, das kann das nicht als Leiter genutzt. Klappleiter. Ich kann leider nicht draußen stehen bleiben. Sie sagte, er hat die Leiter wohl zusammengeklappt und mitgenommen. Ich glaube, das andere ist nur Dekor. Ja, wahrscheinlich. Der Mörder muss die Leiter benutzt haben. Okay, sie sagt auch nur genau das und geht wieder rein. Ich bezweifle stark, dass es eine Leiter war. Übrigens, man hat in dem Intro hat man die Leiter gesehen. Aber es ist ja, nicht das, was man da gesehen hat. Das war eine normale Klappleiter, wie man sie in seine Tasche tun kann, wenn man Simon the Sorcerer ist. Na gut. So ein Zauberhut hat er jetzt nicht mit. Der kommt in die Polizei kann jede Minute hier sein. Irgendwo hier sind Hinweise auf einen Mörder versteckt und ich muss sie finden. Also, erstmal den Zettel daneben, war, oder? Der da auf dem Tisch liegt. Ja. Übrigens, dieses Spiel hat so schöne kleine Minispielchen, also so Rätselchen. Also, dass man irgendwelche Sachen hin und her schieben muss. Da kann ich mich noch dran erinnern. Okay. Das könnte jetzt aber auch kommen. Was ist das denn? Ich sehe das nicht mehr. Was kann man so anklicken? Das ist ein Loch. Das sieht aus wie ein Einschussloch. Mal mit dem Fingernagel komme ich in ein so winziges Loch. Mit dem Fingernagel kommt sie nicht in das Loch. Ja, wir haben nichts, oder? Ich hab die Haarklammer. Ja. Ha! Nico, du bist einfach verflucht gut in solchen Sachen. Bei Sierra statt die Melder zu trösten, durchforste ich ihre Wohnung. Warum? Weil hier irgendwas im Busch ist und ich ein paar Antworten finden muss, bevor die Bullen hier sind. Und für außerdem die Zuschauer. War sie ziemlich unhöflich zu mir. Also hat sie es sich selbst zuzuschreiben. Was ist das denn überhaupt? Was war das denn? Schloss? Das sieht aus wie ein Schloss. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Ein Tresorschlüssel. Kann ich das wieder schließen? Du kannst ja einfach zurückgehen, dann geht's bestimmt zu. Oh. Ja. Was sieht das bei dir so aus? Ein antiker Tisch. Achso, das ist nur der Tisch. Antiker Tisch. Da liegt oder kannst du irgendwas nehmen, bestimmt Kreide oder Farbe oder sowas. Eine Tube Acrylfarbe im Farbton französisch Ultramarin. Ultramarin. Genau die Farbe, die ich für mein Badezimmer suche. Es tut mir leid, ich muss gehen. Welchen Baphomet-Fluchteil habe ich denn gespielt, wo du am Anfang in so einem Raum gefangen bist? Junge Dame, was genau tun wir da eigentlich? Das ist meine Lieblingsfarbe. Ich den ersten doch nicht meine gespielt. Güte, dann behalten Sie das Zeug von mir aus. Ist ja auch wurscht, ist ja komplett anders jetzt. Okay, sie ist zaudig. Sie ist extrem zerstört. Das werde ich dir bestimmt nicht sagen. Die Tasche hat geleuchtet gerade irgendwie. Da unten? Nee, ja, weil ich dieses Aquamarin mitgenommen habe. Okay. Genau. Okay. Also blinkt das immer auf, wenn du was mitgenommen hast. Okay. Eine mittelalterliche Prozession. Zweifellos ein Original. Die Wandteppiche müssen ein Vermögen gekostet haben. Einstecken, mitnehmen. Leveln und looten. Das ist doch hier ein Schloss. Sie müssen doch Wandteppiche haben. Ich verkaufe diese schönen Lederjacken. Die Tür ist verschlossen. Versuch mal mit dem Schlüssel einmal, aber ganz stumm und ganz stumpf, ne? Achso, ich muss sehen. Das klappt ein moderner Schlüssel in einem antiken Schloss, das kann ja nicht. Matthäsel, wirklich. Das wäre jetzt auch. Echt mal. Das wäre jetzt wirklich.
Sie sagte ja auch, es ist für ein Tresor. Also sie hier ist noch kein Tresor. Ach so, aber okay. Ich habe es ein bisschen klein, das Bild, deswegen. Man merkt, nicht manchmal nicht alles. Man merkt irgendwie bei diesem Ding, also die Figuren sind ja 3D gerendert reingesetzt worden. Und das sind sie noch nicht. Also ich wette darum, dass auf jeden Fall die Frau Eisprinzessin, dass man sieht es. Und es ist so frühes 3D, die Bewegung ist sehr stark, sich sehr. Die kommt in dieses Uncanny Valley. Ja. Aber für den Director's Cut sozusagen war es dann schon eine Steigerung. Ja. Naja, ich meine. Also Cut haben sie da. Die Porträts nicht. Die Porträts sind gezeichnet, aber die Figuren, die im Level rumlaufen oder auf dem Frame. Ich glaube, das ist so ein bisschen Rotoskopie oder sowas ähnliches. Warum sollte ein Pantomime ihren Mann umbringen? Ich mache mal Thomas, dann könnt ihr dann... Er hatte also viele Mikro, Feinde. Allen voran schon mal die Hälfte aller Pariser Ehemänner. Anscheinend hat die Eisprinzessin ihre Stimmaufnahmen mit dem Kassettenrekorder gemacht. Also Timmy, es tut mir leid wegen ihres Verlustes, Madame. Nein, tut es nicht. Sie sind Journalistin. Journalisten tut nie etwas leid. Das stimmt nicht. Wir werden ja sehen. Oh, jetzt, ja, natürlich, Timo. Wenn Sie ein schottischer Lord sind. Eine Art hat der. Dann bin ich Mickey Mouse. Warum wollte Ihr Mann mich sehen? Ja. Was wollte er mit mir besprechen? Ich habe keine Ahnung. Seine Geschäfte waren seine Sache. Hat er Ihnen nie etwas erzählt? Nein. Und offen gesagt war es mir auch lieber so. Ja, Comic Sans, ja, Sie hatten nichts anderes. Woher kannte Ihr Mann meinen Vater? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sie kannten ihn nicht? Thierry Collard? Pierre kannte eine Menge Leute, von denen ich nie gehört habe. Vor allem natürlich Frauen. Das ist ein ziemlicher Coup für Sie, was? Ich nehme an, Sie formulieren im Geiste schon die Schlagzeile. Hören Sie, nur weil ich Journalistin bin... Erzählen Sie mir doch nichts. Ihr seid doch alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Haben Sie überhaupt so was wie ein Gewissen? Oh, gut oder böse sein, ist ja nett. Oh, scheiße, was machen wir denn da jetzt? Böse. Also, wenn ich so spiele wie Knights of the Old Republic, böse. Sagen wir, ich lasse nicht zu, dass es mir eine gute Story versaut. Ich bewundere Ihre Hingabe an Ihren Beruf. Die Polizei wird bald hier sein, Madame. Soll ich vielleicht jemanden benachrichtigen? Freunde, Familie? Nein, ich habe keine Verwandten. Pierre und ich waren... Er war alles, was ich hatte. Nicht gerade viel, was? Die ergebene Gattin, das war meine Rolle. Aber er hat nie was erzählt, mich nie eingeweiht. Ich weiß nur eines sicher, Madame. Was? Wenn Sie herausfinden wollen, wer Ihren Mann umgebracht hat, dann lassen Sie mich das ermitteln, nicht die Polizei. Warum? Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Weil kurzer Einwurf, der Timmy hat in den Chat geschrieben... Ihr geht da so locker mit um. Manchmal kann Gut und Böse über Leben und Tod entscheiden. Scheiße. Hat er recht. Wir killen einfach alle in dem ganzen Spiel. Ihr Mann hat mich heute hierher eingeladen, weil er mich brauchte. Ich glaube, er wusste, dass ihn jemand ermorden wollte. Und er wusste auch, dass ich ihm helfen könnte. Ich bezweifle, dass er es auf Ihre gut gebaute Datenbank abgesehen hatte. Sie irren sich. Ich bin sicher, ich war seinem Mörder bereits auf der Spur. Bitte. Sie schulden es ihm. Also ich weiß nicht... Alles, was ich brauche, sind ein paar Minuten, in denen ich mich in Ruhe umsehen kann, bevor die Polizei eintrudelt. Ich glaube, Sie haben vielleicht doch so eine Art Gewissen. Sie sind keine gute Lügnerin, Nico Collard. Und vielleicht glaubte Pierre wirklich, dass Sie ihm helfen könnten. Was ihn natürlich nicht davon abgehalten hätte, Sie trotzdem zu verführen. Hier, nehmen Sie das. Das ist der Schlüssel zum Salon. Neben der Bibliothek am Ende des Flurs. Das war Pierres Zimmer. Ich bin selten da reingegangen. Ich konnte einfach nicht. Ich hatte zu viel Angst davor, was ich da finden könnte. Wenn man sich arm fühlt, dann nennt man sein Wohnzimmer einfach Salon. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Meinte, wir hätten den Schlüssel auch bekommen, wenn wir böse gewesen wären? Ich glaube nicht. Dann hätten wir nochmal das Gleiche machen müssen, wahrscheinlich. Ich glaube auch. Oder irgendwie. Also vorenthalten bezweifle ich stark. Aber Timo, da sagst du gerade was. Anscheinend kann man bei diesem Spiel sterben. Das heißt, ehrlich? Eigentlich nicht, soweit ich mich erinnere, nicht. Nicht? Also Timo schreibt eigene Tod, also das wäre... Also Timo sagt, man kann sterben, Alter. Kann man? Ja gut, Alter. Wahrscheinlich. Das ist krass, also das heißt, speichern oft ab. Ich dachte, es wäre nur in Sierra und Westwood Adventures so.
Interessant, ganz, aber ist gut. Finde ich gut. Also, dass man da auch mal so sich fehlentscheiden kann, finde ich immer ganz gut. Ja, heißt, wir haben ein paar mehr Speicherstellen am Ende des Tages. Das war auch okay. Achso, macht sie das jetzt von selbst? Nein, natürlich nicht. So intelligent sind sie dann auch noch nicht.